Herzlich willkommen zurück, Freunde der gepflegten Lego-Unterhaltung. Tobias und ich sind auch immer noch bei Lego Dimensions am Aufbauen. Und wo wir bei Lego sind, es gab auch den Lego-Movie-Hauptdarsteller Emmett im Funpack. Im Funpack, genau. Schauen wir uns das genauer an. Funpack bedeutet wirklich, dass man den draufstellen kann und überall spielen kann. Wirklich überall. Das heißt, in dem Fall kann ich mit dem Bagger einfach ins Level holen. Genau. Natürlich nur mit Mini-Anleitung. Ja, falsche Anleitung drin. Ups. Ja gut, den Emmett kriegen wir so hin, glaube ich. Ja, ich kann ja schon mal die Bagger-Anleitung holen. Aber man muss dazu sagen, man kann nicht nur den Bagger bauen. Man kann auch andere Sachen bauen. Ja, so, einmal, zack, zack. Bagger ist fertig. Nein, da muss man schon ein bisschen was zu basteln haben. Emmett freut sich natürlich. Hier ist alles super. Komisch, dass sich alle immer nur die eine Zeile merken können, aber mehr weiß ich leider auch nicht. Richtig. Irgendwie schon. Film müsste ich mir auch mal wieder angucken. Ja, ich muss den auch mal wieder gucken. Der war echt toll. So. Emmett ist fertig. Was ich mir auch gut vorstellen könnte, wäre die Unfassbaren, irgendwie so eine Zauberbühne oder so. Ja. Aber dafür ist es wahrscheinlich nicht bekannt genug. Und wer weiß. Vielleicht kommt das ja noch. Wie gesagt, das wird noch jahrelang supported. Also soll noch jahrelang was kommen. Soll ja auch einen dritten Teil geben. Aber so ein irgendwie japanischer Spin-off, ich habe das nicht ganz verstanden. Ach so. Machen sie wieder mal eine schöne Idee kaputt. Ja, richtig. Die Unfassbaren ist ein toller Film. Beide tolle Filme. Ja gut, der zweite ist standardmäßig, und das ist leider auch hier der Fall, schlechter. Ja. Man kann ihn sich auch öfter angucken, also ist er so schlecht nicht, aber nur mal schlechter als der erste. Das stimmt. Aber ich finde die ganze Atmosphäre in dem Film klasse. Aber was ist das jetzt für eine... Ach, so einer ist das. Da. Weißt du, wenn man sich diesen Bagger auf dem Papier anguckt, sieht das immer so... So einfach aus, oder? Ja, nicht einfach, sondern anders aus. Irgendwie proportionsmäßig. Und dann hast du den hier auch, oh, ist das süß und so. Das hatten wir die ganze Zeit schon irgendwie. Jetzt runterklappen? Vorher durfte man es nicht runterklappen. Okay. Nee, vorher nicht. Nur nach Anleitung. Immer nach Anleitung. So, und ein Zweier. Das ist der. Aha. Davon bräuchte ich da noch einen. So. Genau. Mhm. Dann kommen die Grillen hier. Mhm. Im Leben doch einfach alles so einfach wäre, wie das zusammen zu machen. Hammer. Hm. Da kommt dann noch das Blinklicht drauf oder so, das wahrscheinlich schon. Nee, da kommt der Baggerarm noch. Hallo, da fehlt noch was, ja. Ja. Nee, das war nichts. Okay. Fühlt sich zum Schauen, das ist auch komisch. Wir sind da immer. Ja, das geht ja nicht anders. Geht nicht anders. Ja. Das hat Lego so vorgesehen. Wenn ihr das nicht mehr wollt, bitte schreibt an Lego und sagt, ich will das doch nicht. Ich will, dass die zwei Unternehmen umblättern. Wir wollen blättern. Ach, da kommt das rein. Alles klar. Jetzt fehlt noch eine Scheibe. Ja, die Scheibe zu vergessen. Ach so, ja, andersrum. Also. So. Und ein Arm ist übrig? Ja, den brauche ich nicht. Okay. Der ist bestimmt für... Für die anderen, genau. Für was anderes. Aber jetzt fehlt. So schnell kann es gehen. So schnell kann das gehen. Da gibt es auch nur ein Fahrzeug. Ja, ist ja auch nur ein Funpack, ne? Deswegen. Und günstiger ist es auch. Deswegen ist es auch günstiger.
Tja, das war auch schon das erste Funpack. Ja. Damit verabschieden wir uns für die Woche. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten. Tschüss. Tschüss. Ihr seid alle super.